Hallo, ich bin Katja Knab, ich bin Oberärztin an der Klinik für neugeborene Kinder und Jugendliche am Klinikum Nürnberg und dort zuständig für die Kinder mit Zuckerkrankheit oder Diabetes. Ich freue mich schon sehr auf die Interviews mit den Kindern und bin schon ganz gespannt, was die mich alles fragen werden. Was ist das eigentlich, Zucker haben? Zucker haben bedeutet, dass wir ein Hormon im Körper weniger haben, das Insulin. Und damit können wir Kohlenhydrate nicht mehr als Kraftstoff aufnehmen. Woran siehst du, dass ein Kind Zucker hat? Das Kind hat dann ganz viel Durst, trinkt ganz viel, manchmal sogar 4, 5, 6 Liter Wasser am Tag. Und es ist relativ müde und kraftlos und kann nicht mehr gut mit den anderen tollen und spielen. Und weil das Kind so viel trinkt, muss es auch ganz oft auf Toilette, oft sogar auch in der Nacht. Ist Zucker ansteckend? Nein. Zucker ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, unser Körper erkennt eigene Zellen als fremd. Aber ansteckend ist es für niemanden. Ist Zucker gefährlich? Jein. Zucker ist gefährlich, wenn die Werte zu hoch oder zu tief sind. Dann kann Zucker gefährlich sein, aber man kann diese Erkrankung gut behandeln und dann ist er nicht gefährlich, sondern man kann gut mit der Krankheit leben, ohne Einschränkungen im Alltag zu haben. Kriege ich Zucker, wenn ich so viel Süßigkeiten esse? Nein, Zucker bekommst du nicht, wenn du zu viel Süßigkeiten isst. Warum schmeckt Zucker so gut? Weil unser Körper von Anfang an auf den Geschmack süß geprägt ist. Schon in der Muttermilch ist ganz viel Süßes drin. Auch schon vor ganz vielen tausend Jahren haben die Menschen schon am liebsten süße Sachen gegessen. Damals zum Beispiel Beerenfrüchte. Kannst du Kinder mit Zucker wieder gesund machen? Nein, leider nicht. Aber ich kann Ihnen zusammen mit meinem Team helfen, dass Sie sehr gut mit der Krankheit leben können und auch kaum Einschränkungen im Alltag haben. Darf ich alles essen, wenn ich Zucker habe? Ja, prinzipiell darfst du alles essen, wenn du Zucker hast. Auch mal ein Eis oder einen Donut. Aber für alle Kinder, unabhängig davon, ob sie Zucker haben oder nicht, gilt natürlich, dass sie sich möglichst gesund ernähren. Was ist eigentlich Insulin? Insulin ist ein Hormon im Körper. Es wird produziert von unserer Bauchspeicheldrüse. Und dieses Insulin hilft, dass wir unser Essen, vor allen Dingen diese Lebensmittel, die Zucker enthalten, als Kraftstoff in unseren Körper aufnehmen können. Dass zum Beispiel der Zucker in unserem Muskel uns hilft, dass wir stark rennen können oder schön schreiben. Tut das sehr weh, wenn Insulin gespritzt wird? Es ist eine Spritze, aber mit einer sehr dünnen Nadel, sodass man sich daran gewöhnt. Und es sind auch Stellen am Körper, die nicht sehr schmerzempfindlich sind. Das darf ich nicht sagen. Schokolade, Eis, Donut. In Müsli. In Ketchup. In Waffeln. Gummibärchen. Für Eistee. In Muffin, in Donut, Eis, Marshmallows, Müsli, in Brötchen, Fischstäbchen, Smarties, Streusel, Schokoladensauce.